Hallo, ich bin wieder da mit einem neuen Video Diablo Immortal. Und wie kommen wir denn an eine der wichtigsten Komponenten im Spiel, ohne eine Hypothek auf unser Haus aufzunehmen oder einen Neuwagen verpfänden zu müssen, nämlich legendäre Edelsteine? Wie können wir trotzdem vielleicht unsere gewünschten legendären Edelsteine erhalten, auch wenn wir vielleicht nicht 100 Milliarden Platin auf der hohen Kante liegen haben oder gerade zufällig in der Sofaritze finden? Damit wollen wir uns heute beschäftigen und deswegen werden wir jetzt mal reinschauen. Nur um das klarzustellen, es ist nicht der Markt, wo man das findet. Aber es wäre natürlich eine Möglichkeit, wenn ihr 80.000 Platin zum Beispiel übrig habt oder mehr. Ich wollte nur mal zeigen, dass man natürlich hier bestimmte legendäre Edelsteine auch bekommen könnte, weil es gibt einige, die kann man nicht direkt so herstellen, sondern die muss man entweder finden oder Glück haben, was natürlich zum Finden auch dazu gehört. Aber welche Möglichkeiten haben wir denn noch und welches ist davon die beste Möglichkeit? Klar, eine andere Möglichkeit ist, Ältestenportale zu machen. Da wissen wir alle, wenn wir so ein nettes, legendäres Emblem erhalten, können wir ein Nephalem-Portal machen mit diesem Emblem und können darauf hoffen, vielleicht einen dieser Steine, die wir haben wollen, zu bekommen. Und ihr seht, ich habe auch ein paar legendäre Edelsteine ausgerüstet in meiner Ausrüstung. Die sind jetzt auch nur 2 bis 1 Stern, also es ist jetzt noch keiner rausgeputzelt, der da wesentlich besser war. Aber ich habe auch schon ein paar versucht zu verbessern, einfach um die Werte zu erhöhen. Wo habe ich die denn herbekommen? Also die meisten habe ich tatsächlich erstmal vorher aus Nephalem-Portalen bekommen, oder ältesten Portalen besser gesagt. Ihr seht, ich habe auch hier noch ein paar rumliegen. Das sind wirklich welche aus den Portalen und ich habe die, die ich tatsächlich für den Build brauchte. Also ich verfolge immer einen bestimmten Build. Ich versuche ja natürlich diesen zweiten Build zu machen. Und ihr seht, ich habe jetzt 4 Stück davon. 2 fehlen mir noch. Die kann man nämlich nicht herstellen. Oder sagen wir es mal so, nicht direkt herstellen. Denn was könnten wir denn noch machen? Wir können ganz normal uns mal zum ältesten Portal begeben, um da mal etwas nachzuschauen. Denn beim ältesten Portal gibt es auch, ohne dass man Embleme hat, natürlich Möglichkeiten. Irgendwie hängt das Spiel heute gerade bei mir, aber das liegt eher an meiner Internetverbindung. Also lasst euch davon nicht täuschen. Es ist gerade ein bisschen ruckelig. Aber ja, nochmal zurück zum Thema ältesten Portal. So, wenn ihr schon mal einen näheren Blick auf das ältesten Portal geworfen habt, was wir jetzt hier vor uns sehen, dann habt ihr gemerkt, man kann das Ganze natürlich entweder mit seltenen, legendären Emblemen machen oder auch natürlich ohne Embleme. Also ich könnte natürlich auch komplett diese Embleme weglassen. Aber warum sollte ich das denn machen, diese Embleme wegzulassen? Nun ja, weil es ganz einfach. Ihr bekommt das hier, erlöschende Funken. Und diese erlöschenden Funken kann man wöchentlich 200 Stück bekommen. Und Bonuslimit gibt es auch nochmal, wenn man das in der Gruppe spielt, bis zu 120. Warum solltet ihr diese erlöschenden Funken aber denn haben wollen oder aufheben oder so viele Runs machen? Natürlich kann man auch seltene Embleme benutzen. Ich hebe meine immer erstmal momentan auf, um das schön in Gruppen dann machen zu können. Je mehr Embleme ihr macht, desto mehr erlöschende Funken kriegt ihr auch und desto mehr Möglichkeiten hier natürlich entsprechende Runen zu finden. Gibt es dann natürlich auch. Und dann kann man hier, wenn man das gemacht hat, zu diesem netten Herrn gehen, den erlöschenden Funken- und Runenhändler. Und da gibt es ein paar Runen, die nennen sich Fahr. Die kosten 18 erlöschende Funken und empfehlenswert ist, davon immer 22 Stück kaufen zu können. Und dafür brauchen wir natürlich unsere erlöschenden Funken wöchentlich 200 Stück plus die Bonusfunken, um das kaufen zu können. Weil ihr seht schon, 10 Stück wären jetzt 180 Funken. Also ihr müsst viele ältesten Portale natürlich machen. Wenn ihr es in der Gruppe macht, habt ihr diese natürlich schneller voll. Wenn ihr es mit ein paar seltenen Emblemen macht, noch ein bisschen schneller. Aber auch ohne ist das natürlich möglich. Das heißt, wir gucken jetzt mal, wie viele wir davon kaufen können. Die kaufen wir jetzt einfach mal. 126 kann ich jetzt kaufen. Zack. Ja. Kauf bestätigen. Gekauft. So, dann können wir natürlich auch noch andere Funken handeln und kaufen, theoretisch. Interessiert mich jetzt allerdings gerade nicht, weil ich keine herstellen möchte. Wäre jetzt nur interessant, wenn ihr euch einen bestimmten Stein herstellen wollen würdet. Aber ich empfehle euch, erstmal die herzustellen, die ihr braucht und die auch herzustellen sind.
Und jetzt gehen wir mal zu unserer beliebten Edelstein-Händler oder Händlerin und gucken da mal rein, was dort Verschiedenes angeboten wird, was man denn herstellen kann. Diese Runen sind natürlich, wie gesagt, die seltenen und die normalen Runen dafür da, bestimmte Sachen herzustellen. So, gehen wir mal dahin. Und da können wir uns das nämlich anschauen. Wir wollen bestimmte legendäre Edelsteine herstellen. Zum Beispiel Schwarze Rose. Bräuchte ich jetzt AT-Runen, die ich nur in den Portalen finde. Die kann ich nicht direkt kaufen vom Edelstein, vom Runenhändler. Und W. Auch W könnte ich jetzt gucken, ob der Runenhändler die hat oder nicht. Und je nachdem, wenn ich Ältestenportale und so weiter mache, dann kriege ich solche W-Runen zum Beispiel. Ihr könnt ja immer schön nachgucken, zum Beispiel, wo gibt es die denn? Händler für erlöschende Funken scheint auch AT ab und zu im Angebot zu haben. Habe sie bis jetzt noch nicht gekauft. Ich habe immer Fahr gekauft. Aber das gilt natürlich für alle. Ihr seht dann hier, diese AT-Runen sind für alle, die ihr so herstellen könnt. Aber ihr werdet auch feststellen, zum Beispiel den einen, den ich jetzt herstellen wollte, diesen Blut irgendwas mit Jade, den gibt es hier nicht. Aber dafür hätte ich jetzt eine andere Möglichkeit. Ich kann legendären Edelstein mit einem Stern herstellen. Ich kann legendäre Edelsterne mit zwei Sternen herstellen. Oder ich kann zufällige legendäre Edelsteine herstellen. Und ihr seht schon, benötigt 22 von diesen Fahrrunen. Und genau das ist eben das, weswegen ihr diese erlöschenden Funken farmen solltet und diese Fahrrunen kaufen solltet. Wenn ihr nämlich Glück habt, dann habt ihr die Möglichkeit, einmal natürlich einmal im Monat ein legendäres Emblem zu bekommen und da droppt vielleicht der Edelstein, den ihr braucht, oder hier das herzustellen und da kommt der raus, den ihr braucht, und wenn ihr Glück habt, dann vielleicht sogar in einer 5-Sterne-Qualität, was ja auch im Portal passieren kann. Hier erhöht ihr quasi eure Chance auf diesen Edelstein, den ihr vielleicht haben wollt. So, das heißt, wir stellen jetzt mal einen her. Wie sieht das aus? Zack, Zotstein. Habe ich, glaube ich, auch schon mehrere davon bekommen. Brauchte ich jetzt nicht unbedingt. Kann man als Material benutzen oder kann man dann wieder auf dem Markt verkaufen und versuchen, vielleicht da ein bisschen Platin rauszubekommen. Aber ich bin eher, ja, ich zweifle daran, dass wir so 80.000 bis 200.000 Platin überhaupt bekommen kann. Was wieder ein sehr schönes Beispiel dafür ist, warum man in-game die Leute selber nicht die Preise festlegen lassen sollte, um halt das Ganze nicht hochzutreiben in unerschwingliche Höhen und dass sich dann nicht irgendwelche Leute noch drumrum dran bereichern, sondern dass man wirklich diese Preise eher lieber festlegen sollte und sagen, so 5 Sterne, legendärer Edelstein, kann nie maximal mehr als 20.000 Platin zum Beispiel kosten. Also das müsste man vorher festlegen, anstatt zu sagen, ja, da können jetzt Spieler mal 1 Million dafür verlangen und dann ja, viel Glück dabei, so viel Platin aufzutreiben. Ist natürlich gut für Blizzard, weil dann Leute gibt, die natürlich das Platin kaufen. Aber ist halt schlecht für die Ökonomie generell im Spiel, Leute irgendwelche Preise für irgendwas festlegen zu lassen. Also von daher hat noch nie funktioniert und wird auch in Zukunft nicht funktionieren, wenn man das nicht festlegt oder so. Von daher immer, wie gesagt, erlöschende Funken schön im Ältestenportal fahren. Man kann das auch solo machen. Man hat ja eine Woche Zeit, diese 200 zu bekommen. Das heißt, man müsste jetzt am Tag so, ich glaube, 3,5 bis 4 Runs, wenn man das ausrechnet, machen, um das zu bekommen. Ab und zu mal in der Gruppe, damit man noch die Bonus bekommt. Also Gruppen finden sich ja relativ schnell noch zusammen. Und so hat man vielleicht irgendwann mal Glück, auch ohne viel Geld auszugeben oder generell Geld auszugeben, da was zu bekommen. Vielleicht ist im nächsten Battle Pass ja auch wieder ein bisschen was von den legendären Emblemen dabei. Wer den Battle Pass will, für die 4,99 € oder die das waren, kann man einmal natürlich so ein schickes Äußeres hier bekommen und man kann dann ab und zu mal auch solche Embleme abstauben und ich denke, da erhöht man dann auch seine Chance natürlich, irgendwann diesen legendären Edelstein zu kriegen. Aber es ist halt wirklich glücksabhängig. Man muss aber dazu sagen, das war ja in Diablo schon immer der Fall, dass man Glück haben musste, dass ein bestimmtes Set-Item droppt oder dass irgendwas Bestimmtes für einen abfällt, dass man eine bestimmte Anzahl an Diamanten findet oder Edelsteinen, die man dann verschmelzen kann, um sie zu sockeln. Also da sollte man sich keine Illusionen hingeben. Das war schon immer Gameplay oder das Game-Design von Diablo. Zufall und eine Menge Loot
Und das ist auch heutzutage natürlich in dieser Version nicht anders, nur dass sie es eben jetzt monetarisieren für die Leute, die es halt machen, ja, und für die Leute, die es nicht machen, die können ja trotzdem Spaß am Farmen haben, die werden es noch nicht alles gleich sofort in den Hintern reingeschoben bekommen. Also von daher, ich hoffe, das hat euch ein bisschen weitergeholfen, wie man denn noch an diese legendären Edelsteine auch mit 5-Sterne-Qualität herankommen kann, auch wenn es länger dauert, aber ich hoffe natürlich für euch guten Loot und dass es für euch droppt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Tschüssikowski.